Okay, ja, wir haben es ja mal bei Far Cry 3 probiert. Nein, ich das war auch, das war aber auch cool. Dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Kanzler Emon. Ja, voll drauf. Sah das nicht elegant aus? Sah meine das Tasche nicht ist voll. Meine Tasche ist voll. Geh mir auf den Sack, Alter. Ich muss hier mal so ein bisschen Müll loswerden. Krass, ich mache jetzt schon 60 Schaden. Cool, ich mache jetzt 18,45. So sollte es aber auch eigentlich sein. Wenn du jetzt noch mehr Zähigkeit als ich hast, dann ist es perfekt. Ich habe 1800. Ich habe 1200. Ja, gut. Okay, ich habe jetzt was gefunden, das ist eigentlich... Ich dachte, gelbe Sachen sind immer besser als blaue, aber ich nehme jetzt einfach mal hier diese Axt, weil die hat... Nicht unbedingt, also... Die macht mehr Schaden. Ah, nee, ich sollte eher auf Zähigkeit gehen, richtig? Ja. Gut, ja, dann lasse ich das so. Aber natürlich brauchst du auch immer ein bisschen Schaden, klar. Ja, ja, ist schon klar. Stadtportal. Ja, dann... Ich muss zurückkehren. Kann ich deins auch mit benutzen oder muss ich ein eigenes machen? Ich muss ein eigenes machen. Ich dachte, da geht jetzt so ein Portal auf und wir können da durchlaufen. Nee. So. Ich muss jetzt. Ich glaube, ich muss erstmal verkaufen gehen. Ja, klar. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Nee, aber es ist echt krass, wie anders das einfach vom Spielen ist. Das ist genau dasselbe im Prinzip, ja. Aber die Dämonigerin spielt sich komplett anders als so ein Barbar oder Kreuzritter oder so. Das ist richtig krass. Ja, ist doch gut. Auf jeden Fall. Alles so ein Einheitsbrei ist. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je leben. Naja, danke. Was denn? Ich hätte nicht erwartet, dass sie wiederkommt. So. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Und Krone fertig. Genau so neu wie ja, ist ein Profi. Tag, an dem sie dem König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln schmieden. Schaufeln schmieden. Etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann sind wir Verbündete. Jede Waffe, die ihr schmiedet, wird mir dienen, um diese Lande zu säubern. Eins noch. Euer Lehrling. Ach so, ja. Übrigens. Alle Leute, die ihr irgendwann mal gut fandet, sind tot. Ihr seid alleine auf diesem Planeten. Keiner mag euch. Verkriecht euch. So, sind die Schuhe wenigstens geil? Nein. Zähigkeit, aber heilt sich weniger. Naja, ist doch egal. Heilung ist bei dir auch relativ wichtig. Naja, also ich habe jetzt, was ist denn wichtiger? Weil das die Dinger, die ich vorher anhatte, haben natürlich nur... Also Zähigkeit steht an erster Stelle. Okay, weil das ist hier relativ krass. Verwenden, um den Skelettkönig zu erreichen. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt... Setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Wenn er vernichtet ist, werde ich endlich den Stern erreichen. Was ist wohl dieser Stern? Ja, wer weiß. Auf geht's. Garten der Kathedrale. Ich möchte ein Gänseblümchen. Ich schlag alles kaputt. Licht aus. Boah, aber wenn die einzelnen Kerzen und so da runterfallen, das ist doch einfach mega geil gemacht. Ja, das stimmt schon. Also hübsch aussehen tut's auf jeden Fall. Wie lange haben die daran gearbeitet? 6, 7 Jahre? Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall sehr, 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 sehr lang. Also jetzt warte mal kurz, bevor wir jetzt weiterrennen. Wie verhält sich das jetzt hier mit Heilung und Zähigkeit? Weil ich habe hier Sachen, die machen dann plus 8% Zähigkeit, aber minus 15% Heilung. Was ist denn dann besser? Ja, dann nimm das. Weil was bringt dir eine Lebensregeneration, wenn du gar kein Leben im Prinzip hast? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, okay. Du meinst also, Zähigkeit ist immer wichtiger. Ja. Gut. Auf jeden Fall. Alter, geh mir doch auf den Sack hier. Bin schon da. Voll die verseuchten Lackaffen. Irgendwie, ich muss hier mal was trinken.
ansonsten blub, 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 blub. Kriegstod, was ist das? Ein Wow, das ist ja brutal, das Ding. Ha! Jetzt mache ich 33, schon fast 34 Schaden. Yeah. Dazu brauche ich den Köcher. Sammel einfach auf. Ich nehme mal mit, was halt so da ist. Und was ist hiermit? Zähigkeit. Ich lass das mal so. Oh. Was denn? Ne, ich sah cool aus. Stiefel des Bären, die sind bestimmt voll gut. Achtung. Die sind tatsächlich für mich besser als das, was ich schon habe. Hallo. Boah, die immer als allererstes töten. Sonst stehen da irgendwann 50, 60 Skelette vor dir. Okay. Auch gut. Flockschleuder. Brauche ich auch alles nicht. Nee. Alles nix für mich. Eine Fellhose. Wieso? Ich hab jetzt den Sammelreflex. Skelettwächter. Oh ja. Oh ja. Ich bin irgendwie langsam unterwegs hier gerade. Ja, ich kann zum Glück immer diesen Salto noch aktivieren. Ey, ich fühle mich gerade so ein bisschen an die Gamescom erinnert, gell? Also hier war eben so viel los. Das ist da bestimmt irgendwas Tolles für mich. Warte mal kurz. Oh, cool. Eine seltene Mütze. Eine seltene Mütze? Ja, guck mal. Das ist so eine Goldfund. Ach so, du. Ja. Okay. Deshalb leuchtet die so Gold, finde ich. Oh, da unten ist einer. Guck mal, und zack. Nee, da. Ja, ja, das finde ich auch sehr cool. Nur bis du das halt mal gerafft hast. Ich gehe da meistens erstmal den schwierigen Weg. Und mach die alle einzeln nacheinander kaputt. Und dann merke ich, dass da eigentlich so eine Massenvernichtungswaffe direkt nebendran stand. Ups. Bam, 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 bam. Hier geht auch nix. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Ich komme. Selbst dann noch. Als ich brauche nicht zu kommen. Sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Eine bewegende Geschichte. Also das, weiß nicht. Also so genau interessiert mich dann die Hintergrundstory doch nicht, dass ich mir da von jedem Fetzen... Ja, die einzelnen Bücher brauchen wir ja nicht. Nee, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Aber ist ja ganz cool für so Hardcore-Fans. Gibt ja, glaube ich, auch richtig Bücher hierzu, ne? Ja, die Kane-Chronik. Nee, ich meine tatsächlich im Handel käuflich zu erwerben. Ach so, das ist auch die Kane-Chronik. Okay. Licht aus. Ah, schade. Jetzt sollten wir gleich... Ja, genau. Hallo. Na, und ihr so? Zurück zu meiner Mission. Wer seid ihr, mein Freund? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden. Und ich werde euch reich belohnen. Sagt... Was führt euch an diesen höllischen Ort? Ich muss dem Skelettkönig einige Fragen stellen. Ich ebenso. Achso, da waren wir ja schon. Hallo, Massaker ohne mich, oder was? Ja. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Gruppe. Oh ja, ich drehe hier alle Toten um. Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? Ja. Zunächst an Yonda vorbeikommen.
Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Okay. Oh, eine leuchtende Truhe. Und eine Statue, die man kaputt machen kann. Ja, weiß ich jetzt nicht, was das bringt, aber... Nichts. Mönch. Ich dachte, die hätten das mittlerweile so gemacht, dass man hauptsächlich Kram für sich findet. Ja, ist auch eigentlich so. Und ich finde hier Mönch, Kutten, Zauberstäbe, Köcher. Hast du nicht gesehen? Ja gut, das ist auch vieles, was ich wegschmeiße. Ja, klar. Also Köcher und Bogen und so, ist okay, jetzt habe ich hier was für einen Hexendoktor. Aber eigentlich finde ich also sehr viele Sachen für mich. Ich habe hier eine Pflockschleuder. Ist das was für dich? Ja. Soll ich dir mal sagen, die macht 20 Schaden, kann sonst fast nichts. Danke. Bitteschön. Oh. Jetzt bleib doch mal da, du. Ja, mein Salto ist schneller. Oh, alle von denen sind verseucht. Ja, aber dafür ist der jetzt auch tot. Schon wieder ein Erfolg von dir. Ja, hier, ich sammle am laufenden Band. Was habe ich jetzt eben alles mitgenommen? Sieht aus, als würde euer Freund erfahren, meine Hilfe brauchen. Oh, okay. Yondar. Der dunkle Zirkel ist jetzt meine Bruderschaft, Cormac. Die Mächte, denen ich diene, werden bald diese Welt bitte vergeben. Mein Blick war von der bösen Magie des dunklen Zirkels getrübt. Ein Verrat kann nicht vergeben. Boom. Oh, regenerativer Schild. Wenn wir die Klingt gut. Meines Ordens finden, gehören sie mir. Nun gut, ich hab Uni. Was, nun gut, ich hab Uni? Ich hab nichts übersprungen. Nee, das war auch so ein... Ich glaube, das war so ein random Kommentar von deinem Charakter. So. Irgend so was Zustimmendes. Alter, was ist denn hier los? Monsterparty. Achso, Flugschleuder. Also wie gesagt, ich finde eigentlich die ganze Zeit nur Sachen für mich. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, nee, ich finde es nur interessant. Ja, ich habe meistens Pech bei solchen Spielen. Salazaros, dessen bin ich mir sicher. Ja, nee. Er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Ich sehe nichts. Wie du siehst, nichts. Die Tür war im Weg. Achso. Stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Ich hab irgendwie ein Déjà-vu, das sah hier eben schon mal so aus. Das sieht alles so aus, hier in dieser Kathedrale. Hast du schon mal so eine große Kathedrale gesehen? Klar, in jedem Italienurlaub. Wir müssen nur gucken, dass wir hier die Statik von dem ganzen Gebäude nicht beeinträchtigen, weil wir hier ständig irgendwelche Säulen abfackeln und kaputt machen. Nein, Quatsch, das sieht ja nur so aus, damit man sich besser hinter der Säule sieht. Wollen wir hier links runter oder? Wow. Nee, hier lang. Das Bären sind ja immer Sachen, die auch... Ne, bringt alles nichts. Zähigkeit hier, das ist ja ganz gut. Aua, meine Beine tun weh. Was, deine Beine tun weh? Ja. Deine tatsächlichen Beine oder die von deinem Charakter? Nein, im Real Life jetzt. Oh. Weil, vom Fußballspielen. Okay. Und da bist du eben gegengekommen, oder was? Nee, zu viel gerannt. Achso, nein, aber ich meine, wieso tun sie ausgerechnet jetzt weh und nicht schon seit einer halben Stunde? Ja, schon die ganze Zeit. Oh, du tapferer Held, du hast dich bisher verstellt. Ja, ja, ja. Wow. Ganz viele Gegner da hinten. Ja, dann gehe ich da mal hin. Guck mal, ich kann einfach mit meinem Dauerfeuer da drauf heizen.
Ja, macht doch ruhig. Dafür habe ich sie geblendet. Und vor allem, der wird ja nicht leer, weil, je mehr Gegner ich treffe, desto höher wird auch mein Hass. Ja klar, das kann ich dann ist das quasi so eine Spirale.